Freunde, kannst du deine Freunde posten? Kannst du wieder meine Freunde schicken, zeigt ihre Muskel auf Instagram und will damit beweisen, dass sie die breiteste Rapperin Deutschland ist? Ja gut, kann sein. Aber du darfst nicht vergessen, dass du es nicht übertreiben sollst, weil sonst geht das ganze Feminine weg. Nachher wirst du dann, keine Ahnung, zum weiblichen Farid des Deutschraps oder so. Das willst du doch nicht werden. Ein paar Muskeln ist okay, um sich zu wehren. Und man muss ja nicht nur Po und Arsch als Frau trainieren, da gibt es natürlich auch andere Zonen, auch Muskeln. Und man sollte die Sache auch nicht übertreiben. Solange es ästhetisch gut aussieht und dir gefällt, kannst du ja machen. Aber bitte übertreib nicht. No, no front jetzt so. Aber bitte, dass es noch so gut aussieht. Weil wenn du jetzt hier, keine Ahnung, nur aus Muskeln bestehst, was sollen denn die Fans da noch denken, verstehst du? Du hast natürlich auch den einen oder anderen männlichen Fan. Was natürlich auf deinen Rap und deine Weiblichkeit, widerspiegelt. Also deshalb sind die Fan von dir. Dem Boss fehlen auch manchmal die Worte. Und deshalb sollte man den Teil nicht wegmachen, weil sonst verlierst du sie. Okay, meine Freunde, es ist fast wie du nur dein Boss. Abonnieren, gleich nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.